Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in unserem Land und weltweit. Und es gibt noch schlimmere Zahlen. Nicht 110.000, die aktuellen Zahlen aus dem Tabakatlas frisch erschienen sagen, jedes Jahr sterben über 121.000 Menschen in unserem Land an den Folgen des Rauchens. 3.000 Menschen sterben an den Folgen des Nichtrauchens. Und die Statistik sagt außerdem, Menschen, die regelmäßig rauchen, leben im Schnitt 10 Jahre kürzer. Zählt man die direkten und die indirekten Kosten des Rauchens für unsere Volkswirtschaft zusammen, kommt man auf 80 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, diese für mich verrückte Zahl zeigt, gesundheitlicher Verbraucherschutz, also die negativen Folgen des Rauchens, wurden über Jahre, ja über Jahrzehnte in unserem Land ignoriert, verharmlost, ausgeblendet, auch von mir. Auch ich war mal Raucherin. Und 2006 hier im Bundestag habe ich für mich beschlossen, Marlene, du belügst dich doch nur. Rauchen ist doch Betrug am Gehirn. Du redest dir ein, das Rauchen baut Stress ab. Dir geht's besser. Das Gegenteil war der Fall. Und heute, 2015, ich bin immer noch Nichtraucherin, kann ich sagen, mir geht es seitdem wesentlich besser. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Thema Lobbyismus ist auch und mehrfach heute angesprochen worden. Ich meine, Lobbyismus gehört zu unserer Demokratie. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Wäre es allerdings alleine nach der Tabaklobby gegangen, wären wir heute keinen Schritt weiter. Und dieser Einsatz ging bis zum letzten möglichen Tag, bis zur letzten möglichen Stunde. Darum sage ich an der Stelle ein riesiges Dankeschön allen, die stehen geblieben sind. Ich danke erstens Europa, dass diese Tabakprodukte-Richtlinie auf den Weg gebracht hat. Ich danke aber vor allem unserem Bundeslandwirtschaftsminister, den ich als Drogenbeauftragte der Bundesregierung immer wieder bestärkt habe und gesagt habe, Christian, lieber Minister, halt Linie. Und deshalb, wen wundert es, begrüße ich als Drogenbeauftragte der Bundesregierung diesen Gesetzentwurf außerordentlich. Denn herausgekommen, auch das möchte ich gerne noch mal festhalten, ist ein Gesetz, das 1:1 umgesetzt worden ist. Auch hier haben wir massiv debattiert, gestritten, diskutiert. Aber es ist auch ein Gesetz herausgekommen, das nicht nur die Interessen der Wirtschaft wahrt, sondern vor allem den gesundheitlichen Verbraucherschutz stärkt. Und die vorgeschriebenen Bildwarnhinweise werden aus meiner Sicht ihre Wirkung nicht verfehlen. Warum? Weil wir seriöse Studien haben, unter anderem aus Australien, die belegen, dass diese Bilder gerade junge Menschen vom Rauchen abhalten, nach dem Motto, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Das heißt, dass gerade Kinder und Jugendliche sehr wohl auf Werbung, auf Bilder, auf Produktgestaltung reagieren. Und diese Bildwarnhinweise helfen selbstverständlich auch denjenigen, die sich zum Rauchstopp entschieden haben, nicht wieder anzufangen. Meine Damen, meine Herren, jede Packung darf in Zukunft, auch das ist ein wichtiger Erfolg, nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn sie ein individuelles Erkennungsmerkmal trägt, wenn sie außerdem ein fälschungssicheres Sicherheitsmerkmal aufweist. Das heißt, die Rückverfolgbarkeit und die Echtheit von Tabakerzeugnissen werden dadurch in Zukunft gewährleistet.
Tabakprodukte dürfen also keine Zusatzstoffe beigemischt werden, bei denen klar und wissenschaftlich gesichert ist, dass sie die Gefahren des Rauchens noch einmal steigern würden. Ich komme auf die Ansage von Kollegin Maisch. Liebe Kollegin, Sie sind doch, so oft es geht, im Ausschuss drum. Habe ich jetzt nicht verstanden, warum Ihnen entgangen ist, dass unser Minister sehr wohl das Tabakwerbeverbot auf den Weg gebracht hat. Nur, es liegt zur Notifizierung in Brüssel. Diese Zeit müssen wir dem Minister und diesem Gesetz zugestehen. Und damit es klar ist, in Ihrer Regierungsverantwortung hatten Sie jederzeit die Möglichkeit, das Tabakwerbeverbot einzuleiten. Und Minister Schmidt wird der erste Minister und Gott sei Dank der erste Minister sein, der das dann am Ende auch auf den Weg gebracht hat und mit unserer Zustimmung umgesetzt hat. Meine Damen, meine Herren, ich komme zum Schluss. Dieses Gesetz wird nicht unser Problem mit dem Rauchen und seinen Folgen gänzlich lösen, aber es wird das Leben einer Vielzahl junger Menschen länger und besser machen. Deswegen ist es ein gutes Gesetz. Und als Drogenbeauftragte der Bundesregierung kündige ich hier an, dass ich im nächsten Monat, im Monat März, eine Kampagne starten werde, kein Verbot, sondern eine Kampagne, die sich richtet an Menschen, die immer noch nicht wissen, dass Rauchen in Anwesenheit von Kindern im Auto schädlich ist. Und auch dafür möchte ich Sie sensibilisieren. Ich freue mich, wenn Sie nun alle unserem Gesetz zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Markus Held.